Hallo und herzlich willkommen, ihre Geschöpfe der Nacht. Auch wenn es gerade früh am Morgen ist und ich jetzt gerade fertig war, die 28. Episode von Die Schicksalsklinge aufzunehmen. Aber egal, naja, wir sind hier so ziemlich fertig. Was ist zuletzt passiert? Ja, unser Windows 95 hat uns ins Gesicht geschlagen, nachdem wir ein Passwort falsch eingegeben haben. Und jetzt rufen wir nochmal unseren besten Freund Trevor an. Trevor, komm zu mir. Ich beschwöre dich. 6, 1, 1, 2, 5. Trevor Barnes. Hey Alter, Trevor, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob dir heute irgendwas aufgefallen ist. Nur dein freakiger Hintern. Alter. Ja gut, okay. Ich ruf dich wieder an. Ich meine... Meinst du das ernst? Was ist los, Kumpel? Nichts. Komische Gedanken mehr nicht. Bis dann, Trev. Komische Gedanken so über Sex und so. Nein, meine Freundschaft ist ja schon gut, aber anmachen in der Freundschaft, das geht ein bisschen zu weit. Naja, gucken, was passiert, wenn ihr uns selber anruft. Vielleicht können wir uns helfen. Hallo, hier Curtis Craig. Hallo Curtis, du verlauste dicke Müllkleiber. Wow. Wow, ja, so viel dazu. Das Telefon mag uns nicht. Oder unser Arbeitsplatz mag uns nicht. Oder wir mögen uns nicht. Ja, mal gucken, was er jetzt... Der saß ja vorher noch nicht da, der kam ja später. Hey, Trevor. Hey, alter Knabe. Was gibt's? Dum, dum, da! Du Schande, wie ist denn das passiert, dein Gesicht? Mein PC war's. Er hat mich geschlagen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Trev, ich glaube, ich werd verrückt. Wieso? Was ist passiert? Ich meine, hat dich jemand geschlagen oder so? Ich schwör's dir, ich hab einfach nur an meinem Tisch gesessen. Und, dann hat mich jemand geschlagen. Aber da war keiner. Das klingt verrückt, stimmt's? Ich bin total durchgeknallt. Nein. Das muss Bob gewesen sein. Natürlich nicht. Wer sonst als Bob? Weißt du noch, als ich die Grippe hatte und dachte, Dolly Parton sitzt im Wandschrank mit der Kettensäge. Wow. Vielleicht hast du dir ein Virus eingefangen. Ja, und deswegen blutet man aus dem Mund. Sein. Und hat hier eine... Ja, keine Ahnung, was ist denn so ein Abdruck von einem Schlag? Natürlich. Und weil man eine Grippe hat. Zeigen wir Ihnen nochmal unsere Karte. Hey, Trev. Mhm? Sieh mal, ich hab Post gekriegt. Ich habe das Gefühl, dass jemand scharf auf deinen süßen Arsch ist. Nein. Das könnte zum Beispiel ich sein. Nur, hab Mitleid mit dem armen Ding, du alter Casanova. Sie wird sich nach dir nie wieder in einen anderen verlieben können. Ich weiß, wovon ich rede. Irgendwann gehörst du mir, Curtis. Wie alle hier auf Curtis stehen, das ist komisch. Trev, sieh dir das an. Das war eine Party, erinnerst du dich? Nein, nur noch an einzelne Bilder. Weißer Rum, heiße Musik und verdammt schlechtes Essen. Ich bin froh, dass du immer drauf bestehst zu fahren, Curtis. Ja, ich bin eben der Abstinenzler aus dem Bilderbuch. Ah, ich erinnere mich dann noch an ein Bild, wie Bob auf die Tanzfläche gekotzt hat. Ja, das ist Party. Living to the limit und so. Ja, wie ihr vielleicht merken werdet, ist hier in der Mitte wieder mal dieser Mauszeiger. Das heißt, ich nehme schon wieder mit Camtasia auf. Weil auch mit Camtasia ich am meisten oder am besten halt die Zeit übersehen kann, wann ich denn mit der Aufnahme fertig sein muss. Sollte. Hi Trevor. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich es hatte. Oh, deine Eltern?
Ein nettes Paar. Du gleichst deiner Mutter aufs Haar, weißt du? Die Augen... Du hast keine Ahnung. Ja, ja. Auch du, mein Freund. Mit der Axt in der Fresse. Und wolltest du einen Schraubenzieher? Nein, du willst keinen Schraubenzieher. Eine Brieftasche? Auch nicht. Mein Ausweis? Du willst meinen Ausweis? Was willst du mit meinem Ausweis? Hey Trevor, ich weiß, dass deine Sicherheitseinstufung höher ist als meine. Warst du schon mal in einer von diesen Sperrzonen? Um Gottes Willen, nein. Und ich reiß mich auch gar nicht drum. Mann, da unten züchten sie wahrscheinlich 2 Tonnen schwere Hamster oder irgendetwas in dem Stil. Das wäre cool. 2 Tonnen schwere Hamster. Durch die Stadt reiten auf Hamstern. Schauen wir doch mal, was hier noch so ist. Okay, mit dem können wir nichts mehr tun. Mit unserem Mädel können wir noch was tun. Hi, Liebling. Shh, nicht so laut. Oh, Curtis, was ist? Trevor kennt uns. Was soll die Heimlichtuerei? Schämst du dich wegen mir? Nein, natürlich nicht. Ich mag das nur nicht in dem Laden hier, das ist alles. Ich will dich ganz für mich allein haben. Ja, besonders. Ich schlag vor, wir treffen uns nach der Trevor. Ja, okay. Da uns zwischenspielen könnte. Er will dich haben, ich höre das. Das macht so viel Sinn wie, ja, keine Ahnung. Achso, die Bilder haben wir schon mal gezeigt. Die Postkarte, nein, die will sie nicht haben. Und würde mich auch sehr stark wundern, wenn sie. Naja, das wäre glaube ich nicht so toll. Wenn sie dann sieht, dass wir hier noch andere Verehrerinnen haben. Warte mal, wir können mal wieder Wasser trinken. Das Wasser ist bestimmt gut für unser Wohlbefinden. Damit wir hier irgendwelche Dinge sehen und so. Nom 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 nom. Kräuterwasser. Ups. Ja. So viel ist jetzt gerade passiert. Na Bob, hast du was zu sagen? Nee. Bob mag uns nichts sagen. Wie sieht's denn mit unserer anderen Verehrerin aus? Ja, hallo. Therese. Darf ich dich was fragen? Was trägst du für Unterwäsche? Natürlich. Glaubst du, dass es Dinge gibt, die sichtbare Welt übersteigen? Ja. Ich glaube, wir sind umgeben von Dingen, die wir nicht sehen. Oder die wir nur dann sehen, wenn wir anfangen, danach zu suchen. Wie zum Beispiel ein Schlüssel. Kurze Dialoge irgendwie, keine Erwiderung darauf und so. Als ob mir nichts weiter dazu mehr zu sagen hätte. Nein, wir müssen ja hier. Da ist unser Arbeitsplatz. Dann setzen wir uns mal wieder hin. Und da werde ich doch mal glatt angeschrieben. Sorry, Seron, ich bin gerade am Aufnehmen. Ich melde mich gleich bei dir. Blob. Nichts Neues. Das Bild redet auch nicht mit uns. Lass uns doch nochmal versuchen, uns selber anzurufen. Mal gucken, was passiert. Nichts. Alles klar. Dann... Ey, nein, halt, wo bist du hin? Ja, das hatten wir gerade schon. Der Monitor schlägt gleich nochmal zu. Na, rufen wir doch mal
69,92. Entschuldigung. 69, 92 und 5 mal die 2. Hier, Jocelyn. Hallo, Süße, wie geht's dir? Wenn ich an gestern nachdenke, dann geht's mir hervorragend. Und dir? Entschieden besser. Ich liebe den Klang deiner Stimme. Ich liebe dich, Curtis. Ich verdiene dich nicht, Joss. Bye. Ich muss auflegen. Ich muss wieder arbeiten. Auf und anzurufen. Der Typ ist sehr, sehr seltsam. Gut, arbeiten wir nochmal. Angestellte. Craig Curtis, technischer Redakteur, Durchfall 6100. Tinktur. Vollständige Forschungsberichte USA, Benny Mentingtour, zusammengestellt und aktualisiert von Therese Benning. Wir wollen doch gar nicht zu Therese, wir wollen zu uns. Danke. Produkt, Benny Mentingtour, oh mein Gott, soll ich jetzt... Soll ich das jetzt alles durchlesen? Oh Gott, na, ich würde vorschlagen, ich lasse es hier halt kurz durchlaufen so ein bisschen und dann könnt ihr auf Pause stellen und es selber lesen. Wobei es bestimmt eigentlich ziemlich gute Hintergrundinformationen wären. Hemmung des Hustenreizes. Das ist aber eine Idee. bei... Tuberkulose-Patienten im Douglas Clarks Sanatorium wurde nach Einnahme großer Mengen von Benimentitur festgestellt, dass der chronische Husten längere Zeit verschwand. Ein geringer Prozentsatz erwähnte des Weiteren bläulich-rote Pusteln in der Größe eines Groschens im Bauchbereich und am anderen Rücken. Es wird jedoch angenommen. Ja, es wird angenommen. Drücken wir doch hier nochmal. Gut. Passiert mir nichts weiter. Bob A. Boba. Fett. Bob Arnold. Archiv. Vielleicht auch wieder Blob. Nein. Aha, da sind sogar die Geburtsdaten. Wie alt ist denn Craig? 69. Aha. Okay. Ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Hä? Da passiert doch was. Ach, verdammtes Windows. Haben wir wohl was von seiner Mutter sehen können? Telefonieren können wir nicht. Wir können wieder was am PC machen. Wow! Packende Grafiken! Hallo Curtis! Du elender, geistesgestörter Hurensohn!
Ich bin nicht geistesgestört! Nein, aber deine Mutter ist geistesgestört! Das war nicht immer so! Da hast du recht! Sie war nicht immer die gewalttätige, sappernde, lallende Irre, zu der sie geworden ist! Du hast sie dazu gemacht! Nein, hab ich nicht! Ich war erst 6 Jahre alt! Ja, ein 6 Jahre altes kleines Monster, das deine Mutter in den Wahnsinn und zum Selbstmord trieb! Nein! Luke, ich bin dein Vater. Nein! Freak. Warum sagen das alle zu mir? Deine verfluchte Mutter! Eines Tages, Bob. Eines Tages! Irgendwann tacke ich dir irgendwas ab. Gut, wir können wieder telefonieren. Guck mal wieder mal Trevor an. Der wird wissen, was zu tun ist. Bei... Trevor Barnes. Störungen. Trevor... des Kopfes. Hast du schon mal gedacht, dass du wahnsinnig warst, Mann? Oh ja, das glaube ich immer. Manchmal fühle ich mich zu Männern hingezogen. Ach Gott, glaubst du etwa, ich bin schwul? Niemals, das ist normal. Gottes, du meinst das ernst nicht? Nein, ich mache Scherze. Keine Ahnung. Curtis, du kommst jetzt rüber. Sofort. Okay, Kumpel? Du kommst rüber? Los geht's, Trevor. Ich hole die Schlagsahne. Na gut, wir sollen rüberkommen. Dann gehen wir dann mal rüber. Vor allem, die sind gleich nebeneinander. Da musst du alles Mögliche mitbekommen. Die Wände sind dünn wie Pappe. Und das, das Rendern von DSA 28 fertig. Die Wände sind aus so dünn wie Pappe, also da musst du alles Mögliche hören, vor allem wenn Curtis da so schreit: Nein! Du bist nicht mein Vater! Und so. Trevor, entschuldige, ich muss mit dir reden. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe Halluzinationen. Curtis. Hör zu. Das wird schon wieder. Lass uns doch ein paar Minuten rausgehen. Ich schicke Tom ein E-Mail. Er hat bestimmt nichts dagegen, okay? Okay. Dum 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 dum. So. Dies ist der Traumbaum. Das Lokal der beiden oder der ganzen Meute irgendwie, das Stammlokal. Reden wir mal mit dem Barmann. Sieh an. Die Herren machen also blau. Wirklich, ihr solltet euch schämen. Das Wort Scham gehört nicht zu meinem Vokabular. Offenbar doch, du hast es gerade benutzt. Man sollte eben seine Weisheit nicht an Heteros verschwenden. Aua, ey. Alter. Der Typ ist gut, der ist hier auf den Mund gefallen, der gefällt mir, der ist lustig. Also Kumpel, ich hab dich in der Falle. Na los, sag schon, was ist heute passiert? Nein, ich hab was gesehen, das ist alles. Wo ist er runter auf dem Tisch? Los, war das gar nicht da. Das war's schon. Dem können wir jetzt noch was machen? Willst du mal meinen Ausweis sehen? Nein. Meine Brieftasche? Nein, du? Nein. Curtis, verdammt, ich bin dein bester Freund. Du kannst mir alles sagen, das weißt du. Ja, ich weiß. Auf zu schnabbern. Ich hab dir doch erzählt, dass meine Mutter durchgedreht hat und meinen Vater und mich verlassen hat, als ich klein war. Sorry dafür. Ja. Das ist nicht wahr. Ich hab selbst geglaubt, aber... Guten Abend. Vor ein paar Tagen da... habe ich mich daran erinnert, dass sie sich im Schlafzimmer erhängt hat. Ach, du meine Güte. Das vergisst man einfach so. Das ist ja schrecklich. Jetzt verstehe ich, dass du ausgerastet bist. Ich nicht, weil das vergisst man. Sowas vergisst man eigentlich. Man kann zwar versuchen, es zu verdrängen, aber trotzdem, das sind so einschneidende Erlebnisse, die vergisst man eigentlich nicht. So, naja. Eigentlich sind wir jetzt hier bei der Zeit.
Ich würde sagen, ich mache die Unterhaltung noch zu Ende und danach wird abgespeichert und... Curtis, verstehe mich bitte nicht falsch, okay, aber... Hast du schon mal daran gedacht, Hilfe zu suchen? Ich meine, das mit deiner Mutter, das ist zu hart, damit wird kein Mensch alleine fertig. Ja, ich habe dran gedacht, aber... Ich will nicht zurück in die Anstalt. Nein, Trevor, da würde ich lieber sterben, echt. Niemand hat gesagt, dass du zurück musst. Ich dachte nur an einen Therapeuten oder sowas. Ja, okay, ich denke drüber nach, Trev. Sie möchten einen Tisch? Hör zu, außer dir habe ich das noch niemandem erzählt. Du sagst es doch nicht weiter, oder? Spinner, natürlich nicht. Okay. Was glaubst du denn? Ich bin durch meine eigene Therapie derartig perfekt geworden, ich verrate nie Geheimnisse. Ich kann nicht mal mehr lügen. Scheiße, muss ich auch nicht mehr. Wenn ich aufs Klo gehe, kommen aus meinem Bauch Rosenblätter raus. Das kommt alles bei Facebook rein. Okay, ich habe noch jede Menge zu tun. Ich stürze mich wieder in die Arbeit, solange ich noch dazu in der Lage bin. Ich auch. Gut, dass du mich daran erinnerst. Also, wie soll ich sagen? Auf die Plätze, fertig, los. Und schon rauschen wir ab, wir zwei. Curtis, Trevor. Barmann. Wuhu! Ja, das war die Unterhaltung. Und damit speichern wir jetzt Appchen. Wir wollen nicht Buchzeichen, wir wollen LP03. Ich bin inzwischen zu faul geworden, um Großbuchstaben, um die Hochstädters zu benutzen. Aber gut. Damit wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass ich das noch bis zum Nachmittag, bis um 13 Uhr hochgeladen bekomme, weil ansonsten geht das erst heute Nacht. Aber das werdet ihr dann selber sehen. Also dann, meine Freunde, Freunde der... Hoppala, hey, das wollte ich jetzt so nicht. Freunde der gepflegten Unterhaltung. Verdammte Scheiße. Ja, einen wunderschönen Tag euch noch.